Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute gibt es wieder ein Tutorial. Und zwar, wie viele wahrscheinlich schon bemerkt haben, im 8.0er Update ist der Tech Tree, also der Stammbaum, jetzt verändert worden. Und ich habe da ein bisschen rumgeguckt. Es gibt hier wieder einen vertikalen Tech Tree. Und ja, der verändert das wieder. Das heißt, es ist dann wieder von oben nach unten, nicht von links nach rechts. Und ja, die Links sind in der Beschreibung, sage ich schon mal vorher. Um euch an dem Ersteller zu bedanken, gebt ihm einfach, wenn ihr angemeldet seid, ein nach oben, so halt einen Daumen nach oben hier und bewertet hier mal die, also füllt die das Formular hier, also die Umfrage kurz aus, das bringt vielleicht auch noch was. So. Ja, jetzt sehen wir das hier mal. Das heißt, es ist genauso wie die Zeiten jetzt gerade, nur halt ja, vertikal statt horizontal, und mit den Frame-Panzern sind jetzt alle ganz rechts, das heißt, die sieht man doch noch ein bisschen besser. So. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier auf High, weil ich will das schön in High haben. Und dann laden wir uns das kurz runter. Und ich zum Beispiel habe noch den Mod-Installer. Wenn ihr den nicht kennt oder noch nicht oder nicht mehr habt, dann verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung einen Link zu einem Tutorial, wie man den sich den ja, holt. So, jetzt müssen wir hier mal RS Mods World of Tanks. Ah, okay, hier. Dann ist es ganz unten World of Tanks. RS Mods, Mod Starter Pack, Backup Programs, Mods. So, und hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr einfach neue Mods wollt, hier oben bei WOT Path, wählen wir halt den Ordner aus, hier Games, World of Tanks, einfach nur auf dem World of Tanks, und dann lädt er hier schon mal die Available Mods, also die verfügbaren Mods. Hier, ich habe Zoom Out zurzeit an in dem Ordner, deswegen könnt ihr da auch so individuell eure Sachen anpassen. Bei zum Beispiel Jimbo's Crosshair ist es etwas anders, da gibt es ja mehrere Optionen, da müsst ihr die ja per Hand einmachen, aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein. So, hier haben wir den Mods, dann gehen wir auf unseren Download-Ordner. In dem Fall ist es bei mir Downloads. So, jetzt müssen wir uns das hier erstmal finden. Ich sehe es nicht da, hier. Ja, die Frage ist nur, was ist das jetzt? 5.10., 4.10., 5.10. Nehmen wir mal das. Stimmt, ich glaube, ich habe mal schon mal runtergeladen. Entpacken. Ja, da hat sich schon wieder eine Version geändert zwischen den zwei Tagen. Ein Tag zwischen dem Tag. Und ja. So, jetzt löschen wir die mal eben. So, no premium tanks. Das brauchen wir also. Flash, Tech Tree. Okay, vielleicht. Ich kann euch das jetzt mal einfach readme, da steht ja wahrscheinlich auch noch drin, World of Tanks, the Original Forum, achso, Original Installation, copy the 8.0 into your RS Folder, run the game, try into link, think, das, okay, das müssen wir also nicht hier mitmachen, das ginge wahrscheinlich auch, da könnten wir jetzt, ich versuche das jetzt einfach mal, da würden wir jetzt einfach die ZIP-Datei einfügen. Und da haben wir es schon. Install. Save. Launch World of Tanks. So, jetzt zeige ich euch das mal und hoffe, es hat alles funktioniert. Und ja, so, deswegen ist es, benutze ich immer den Mod Installer, weil das einfach sehr viel einfacher ist. Ich habe, glaube ich, nicht mehr die aktuelle Version. Aber, ja. Ich war. So, es gab ein paar Komplikationen, die ich jetzt aber zum Glück behoben habe. Und jetzt führen wir das Ganze hier mal weiter aus. So, ich habe es nämlich erst gemacht und dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Und ich hatte gerade schon wieder ein Problem, aber das habe ich jetzt alles behoben. Es sollte jetzt alles funktionieren. Und ja, hier geht es weiter. Also, ihr geht wieder in euren Download-Ordner, sucht euch die 8.0-Datei. Und wenn ihr den Mod-Installer habt, es gilt dann für alle
Mods, die ihr per Hand einbauen wollt, weil da andere Optionen sind. Weil, wenn ich das hier, diesen Mod kann ich auch mit dem Mod-Installer installieren. Der Mod-Installer nimmt nur irgendwelche Dateien daraus, also entweder irgendwelche Optionen, sag ich mal so. Und hier gibt es die Option halt mit allem oder ohne Premium-Tanks. Und ich persönlich will halt nicht ohne Premium-Tanks. Und der Mod-Installer packt aber halt nur die Datei mit ohne Premium-Tanks ein. Das heißt, wenn man das Ganze über den Mod-Installer installiert, hat man die Premium-Panzer nicht. Finde ich nicht so geil. Deswegen für die Leute, die den Mod-Installer nutzen, das Ganze aber auch mit den Premium-Panzer haben wollen, die müssen das Ganze ein bisschen umständlicher machen. Und auch folgende Mods. Also wenn ihr Jimbo's Crosshair in anderer Optik, also anderer sag schon, anderen Farben oder anderer, ich weiß, es gibt es ja auch Arti-Scope und ohne. Dann müsste das, könnte das nicht hier, da geht's sowieso nicht. Oh, die müsste ich auch mal wieder aktualisieren, naja. Dann müsste die hier reinmachen bei 8 Punkten, also, sorry. Dürft ihr nicht hier reinmachen. Wenn ihr den Mod-Installer benutzt, dürft ihr sie nicht hier reinmachen. Alter. Weil dann nichts kommt. Also nicht in 8.0. Ich habe zum Beispiel nur einen Mod drin, den Zoom Out. Ich muss diese Dateien hier reinpacken. Zeige ich euch mal. Dann den Flash, den Green nicht mehr. Den Fehler habe ich gerade schon gemacht. Flash. Also nochmal Zusammenfassung. Habt ihr den Mod-Installer, dann packt ihr es in den ersten Mod oder in den letzten. Eins von den beiden müsste es sein. Wenn nicht, dann habt ihr es nicht so schwer, wenn man das schwer nennen kann. Und packt es einfach in den 8.0 und da halt in den GUI und so weiter. So, ich habe gerade gemerkt, ich habe hier noch die Panzer drin, die müsste ich mal wieder übernehmen, sonst kann ich bald keine Skins mehr machen. Naja, so, jetzt starten wir das mal und wir sehen uns gleich in Game. So, jetzt sind wir in der Garage hier. Es sind schon wieder 105.000 Leute online. Und ja, hier haben wir den neuen Tech Tree. Angefangen mit dem Franzosen. Also, was sich eigentlich nur ändert, ist, dass er wieder horizontal, vertikal ist. Horizontal ist ja so horizont. Also er ist jetzt vertikal, er geht halt wieder von oben nach unten. Ist zwar nicht in der Mitte, aber finde ich jetzt nicht so tragisch. Und außerdem sieht man die Premium-Panzer viel besser, weil die halt ganz rechts außen stehen. So, switchen wir mal durch. Ja, haben wir den, haben wir, das stimmt schon. Sowjetische, sowjetisch. Ich habe da, glaube ich, sogar, ja, ich habe den Matilda, aber naja. So. So, jetzt gibt es hier noch eine andere Version, und zwar die kompakte horizontale Tech-Tree. Die werde ich euch jetzt nicht zeigen, wirklich, weil das, ja, genauso geht. Was sich ändert, ihr habt es halt immer noch horizontal, aber halt die Premium-Panzer außen und ich glaube auch noch ein bisschen besser geordnet. Das Ganze läuft genauso, runterladen und einfach genauso wie das andere reinpacken. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Mir hat es geholfen. Ich werde den jetzt nur noch so nutzen, weil ich das etwas praktischer finde. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch geholfen hat und gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder sogar ein Abo und man sieht sich im